1A. Magst du den Sender einstellen? Ja. Drehen. Und wir gehen auf 108 MHz. Hier, oder? Doch, ich glaube schon. Er reagiert nicht. Ach verdammt, dann muss es wahrscheinlich... Eins runter? Sind das 108? Das ist blöd gemacht mit der Anzeige. Aha! Du kennst das, hm? Dein Lieblingssender? Gut. Sehr gut. Hörst du mich? Okay. Hör zu, mein Junge. Was immer dir passiert ist, du musst dich erinnern. Wir werden mit dem letzten Erlebnis vor deiner Einlieferung beginnen. Entspann dich. Du erinnerst dich an den Abend, an dem man dich fand. Huch, der hat ein paar Gegenstände mehr, aber auch wieder eine Knarre mit dabei. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Das ist derselbe Ort, oder? Was haben wir hier? Notizzettel? Da steht ein Code drauf. Ach, schön. Wir wissen ja, wo wir ihn brauchen. Eine Taschenlampe und ein Schlüssel. Verdammt, ist das finster hier. Dann benutzt mal die Taschenlampe. Kannst du die hier irgendwie vielleicht benutzen? Ach, dann geh halt erstmal in die Dunkelheit rein. Vielleicht rennen? Ja, danke. Haben wir hier denn irgendwas? Nein. Benutzt doch bitte mal die Taschenlampe. Tja. Dann können wir aber erstmal nur zurückgehen. Luftschacht? Sonst noch was? Nö. Gut, dann in den Luftschacht. Lieber nicht. Weil zu dunkel, oder? Okay, das klappt schon mal nicht. Tja, aber hier ist sonst nichts. Wir können bloß nach vorn gehen und dann ist Schluss. Ach so, drücken. Okay, das habe ich natürlich übersehen. So macht das schon mehr Sinn. Das ist eine Tür. Stahltür. Dann geh mal durch. Beziehungsweise benutzt den Schlüssel dafür. Ist abgeschlossen. Das wird das Schloss sein. Überraschung. Dann verwende mal den Schlüssel. Geht nicht. Können wir die betrachten? Dieses massiv, diese Tür. Mich würde vor allen Dingen das Schloss hier auf der Seite interessieren. Ja. Oh nein. Aha. Was ist? Ein gottverdammtes Kombinationsschloss. Kannst du es öffnen? Ich versuche es. Ich erinnere mich an ein Codeschloss, aber ein anderes. Die Kombination war 1, 5, irgendwas. Hast du nichts dabei, das dir helfen könnte? Eine Knarre und ein Zettel mit kryptischen Zahlen drauf. Hast du ihn geschrieben? Nein, das ist nicht meine Handschrift. Woher hast du ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur aus diesen verdammten Gängen raus. Du hast es bereits geschafft. Du musst dich nur erinnern. Ich beeile mich besser. Ich habe das Gefühl, mit den Leuten wird irgendein Spiel getrieben hier. Dass die hier rauskommen sollen und dafür alles mitkriegen, was sie brauchen. Und die Schüsse gerade eben klangen wie von dem, der mit dem wir vorhin gesprochen haben. Da steht ein Code drauf. Ja, lass mal anschauen. Was ist das? 1, 0, irgendwas 2. Ich kann das gar nicht erkennen so richtig. Was? Nein, 10. 10 plus durch mal? Was?
10 plus 2, 10 durch 2 oder 10 mal 2? Also haben wir 12, 5 oder 20 wahrscheinlich, oder? Es tut sich nichts. Okay, die 12 nicht. Die 5. Oder vielleicht nochmal weg. Vielleicht 0,5 dann. Auch nicht. Oder, Moment. Minus plus durch mal. Vielleicht sollen wir die alle in einer Reihe machen. Also erst 8, dann 12, dann 5 und dann 20. Auch nicht, verdammt. Vielleicht 0,8. Nicht 20. So langsam gehen mir die Ideen aus. Also auf dem Zettel steht 10 Fragezeichen 2. Ich nehme mal an, dass das ein Fragezeichen sein soll. Und dann die 4 Grundrechenoperationen. 10 minus 2 ist 8, 10 plus 2 ist 12, 10 durch 2 ist 5 und 10 mal 2 ist 20. Hm. 1, 5 irgendwas hat er gesagt, aber das ist für ein anderes Schloss, hat er gemeint. Schwierig, schwierig. Aha, das scheint zu stimmen. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Wir müssen die nacheinander eingeben. So, dann 10 plus 2, also 12. Schön. Da ist es ja gar nicht schwer. Jetzt 5. Und schließlich 20. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. War ja einfacher als gedacht. Man muss bloß erstmal auf die Eingabeart kommen. Na endlich. So, den Raum kennen wir ja. Mist, links ein Riesenventilator, rechts geht's auch nicht weiter. Da draußen schießt jemand. Ich glaube, da geht's ins Freie. Ja, und da wollen wir nicht hin. Ich will ja nicht hin. Hallo? Aber ich kann bloß mir erstmal das angucken. Nein, musst du nicht. Ach Junge, geh doch mal hier unten lang. Hier ist ein Zahlenschloss. Vielleicht können wir die Taschenlampe hier reinhalten. Die Lampe kann ich gebrauchen. Jedenfalls kann man damit auch zuschlagen. Okay, du kannst aber auch genauso gut mit der Pistole zuschlagen, möchte ich meinen. Vielleicht geht es damit. Wieder mal einfach blockieren. Finde ich reichlich. Ja, finde ich reichlich gefährlich. Es könnte sich auch irgendwie einen Schuss lösen. Aber gut, kriegen wir durch. Es ist auch schon mächtig verdächtig, dass die so direkt nacheinander hier durchkommen. Gut, die Pistole müssen wir zurücklassen, wie es scheint. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Und ich glaube, wir werden gar nicht von irgendjemandem verfolgt, sondern das sind einfach die 5 Leute, die nacheinander alle hier durchkommen. Wobei, es wurde ja auf den einen geschossen, nicht wahr? Auf den anderen jetzt. Rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Unten lag ein Gitter und eine Brechstange. Was sagst du da? Hier war wohl schon jemand. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Schön, mir reicht's jetzt hier. Ich hau ab. Gut, dann geh raus. Mit den Fässern können wir wahrscheinlich nichts machen, oder? Die sind zu schwer. Ja. Das dachte ich mir schon. Können wir vielleicht auch hier genau denselben Weg nehmen? Hier steht eine Öltonne. Versuch es. Der Weg ist dir bereits geebnet worden.
Aber wozu haben wir den Schlüssel noch? Und diese Zahlenkombination. Nichts wie weg jetzt. Komisch, komisch. Ich sollte nochmal mit ihm reden. Vielleicht komme ich weiter, wenn ich ihm eine Aufzeichnung vorspiele. Dann spielen wir ihm mal die Aufzeichnung aus Zelle 1 vor. Fragt sich welche. Zweite Sitzung oder erste Sitzung? Wir probieren es mal mit Sitzung 1. Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter, dunkle Gänge und eine Mauer mit einem Gitter, ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole und eine Brechstange. Woher hast du die Sachen? Ich weiß nicht. Da, Schritte. Ich muss hier raus. Das war's also schon mal nicht. Vielleicht das zweite. Achso, jetzt habe ich natürlich die falsche Taste gedrückt, das war jetzt auch super. Das müsste das Ende der ersten Sitzung sein. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Ach so. Stimmt, wir arbeiten uns ja von dem letzten Erlebten nach hinten vor. Das heißt, eigentlich müssen wir ihm das von heute vorspielen. Also was wir heute erst gehört haben. Was jetzt aber noch gar nicht mit drin ist, wie es scheint. Zelle 1? Nein, hier ist bloß das eine. Ach so, Abend, Nacht, Abend dann. Stimmt, weil also das ist jetzt wahrscheinlich die Chronologie, wie sie in der Erinnerung vorkommt und nicht wie wir es aufnehmen. Okay, dann mal Teil 1. Ich bin in einem Gang. Ist es der gleiche wie in unserer letzten Sitzung? Nein, da führen Steintreppen nach unten. Woher bist du gekommen? Aus dem Wald. Bist du allein? Ja. Da sind wieder diese Geräusche. Ich muss hier weg. Das auch nicht. So langsam gehen mir die Ideen aus. Es wäre sinnlos, ihm jetzt vorzuspielen, was er uns gerade erst erzählt hat, oder? Eine Mauer. Ich muss da durch. Vielleicht geht es mit der Pistole. Das war's dazu schon? Teil 3? Das war knapp. Hey, das war ein Riesenabschnitt. Okay, vielleicht Teil 4? Ich bin durch. Verdammt, irgendwer ist da hinter mir. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Auch nicht. Gut, dann probieren wir es mal mit dem Ausschnitt von dem, was er uns gerade erst erzählt hat, hier, der Kerl. Vielleicht hilft ihm das. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber gut. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Mal sehen. Aha, also doch das eigene. Das ist doch sinnlos irgendwie, oder? Gut, haben wir es nochmal aufgefrischt. Wenn es ihm was bringt. Dann soll es mir recht sein. Das war die Aufnahme von eben. Meinst du, du kannst dich erinnern, was davor geschah? Was hast du getan, bevor du in diesem Korridor gelandet bist? Mensch, das ist ja Akkordarbeit hier in der Erinnerung.